Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch den Übergang von Justin Cronin vorstellen, aus dem Goldman Verlag. Kostet 9,99 € und hat 1019 Seiten. Das ist ein ganz schöner Wälzer. Und das Buch ist ein Teil von meiner Lovely Books Lese-Challenge für 2016. Und ja. In dem Buch geht es darum, dass zwei Polizisten Verbrecher für eine Forschung einsammeln sozusagen und diese eben zu diesem Labor bringen. Und als die beiden dann ein Mädchen für diesen Versuch halt finden müssen, sind die beiden zuerst mal geschockt, weil es ist hier ein Kind von 6 Jahren und die anderen Versuchskaninchen sind nur Verbrecher, die eh sterben werden. Und ja, sie entführen trotzdem das Kind, welches von seiner Mama in so einem, wie nennt man das, in einer Schwesternschaft, ich glaube so nennt man das, zurückgelassen wird. Und das Mädchen ist halt was Besonderes, Amy heißt sie, denn man merkt das schon vom Anfang an. Denn als sie mit einer Schwester zum Zoo geht, damit sie etwas abgelenkt ist und so, reagieren die Tiere richtig arg auf sie. Sie wollen unbedingt zu ihr und nicht um sie zu fressen oder so, halt einfach nur um bei ihr zu sein. Und ich glaube, es war ein Eisbär. Sogar ein Eisbär bricht durch das Glas durch und auf einmal ist ganz viel los in dem Zoo und alle Tiere brechen aus oder versuchen zumindest und Panik bricht aus und in dem Moment entführen halt die beiden Polizisten auch die, also FBI-Agenten sind es eigentlich, auch das Mädchen. Und das ist so der Anfang, wird aus der Sicht von Amy einerseits geschrieben, dann von dem einen FBI-Agenten, Wolgast heißt der. Und auch aus der Sicht von verschiedenen Schwestern und von der Mama und so. Und jetzt muss ich mal gucken kurz. Und dann erfährt man so durch so E-Mail, durch so verschiedene E-Mails, was so passiert ist, wie der Mann eigentlich auf den Versuch kam mit dem Virus, wo er halt die Menschen braucht, um das an denen zu testen. Und dann erfährt man etwas über das Labor oder Labor. Durch einen Menschen, der eben dort arbeitet als Putzmensch, also als Hausmeister sozusagen. Er putzt eben die Räume und schaut durch die Kameras nach den Versuchsobjekten und so. Und dann so ab Seite 300 etwa ist man dann in der Zukunft, nachdem dieses Virus, sag ich jetzt mal, ausgebrochen ist und man weiß halt, dass die Menschheit überlebt hat,
Und das spielt dann 92 Jahre nach diesem Ausbruch. Und ja, die. Ja, ich lasse das mal so, weil mehr auf dem Klappentext steht auch nicht und ich will nicht so viel verraten. Ja, auf jeden Fall ist das Mädchen sehr alt, das steht auch hier so, denn sie ist unsterblich durch das Virus, das sie bekommen hat. Und das Virus hat sie nicht so befallen wie die anderen. Ja. Und ja, die Geschichte erzählt dann 93 Jahre nach diesem Ausbruch aus der Sicht von einer Kolonie, die natürlich versucht zu überleben, und dort aus verschiedenen Perspektiven von den Charakteren. Und als dann Amy plötzlich auftaucht nach 93 Jahren, natürlich kennt sie keiner und jeder ist erstmal überrascht, dass ein Mädchen ganz alleine in der Wildnis überleben kann, ohne dass sie von diesen Virusbesessenen angefallen wird. Und ja, das erzählt dann so, wie ein paar Leute und eben Amy versuchen, das Virus zu zerstören, beziehungsweise die Befallenen zu zerstören. Und ja, das ist halt so auf 1000 Seiten und nochmal, ich glaube, 800 im zweiten Band. Und ich fand das Buch sehr, sehr gut, sehr spannend. Zuerst war es ja so Fantasy-Thriller, weil ja die FBI-Agenten eben das besondere Mädchen da einfangen mussten und eben das Labor steckten. Und dann auf einmal ist es eine Dystopie und ja, ich finde das Buch wirklich cool. Hab das so vorher noch nicht gelesen. Es erinnert ja ein bisschen an Resident Evil wegen dem Virus und einer ist immun und so, aber ja, man kann ja nicht alles ganz neu erfinden. Aber auf jeden Fall finde ich das Buch wirklich sehr gut. Ich mag auch das Cover hier. Es sieht cool aus. Und ich finde auch, dass das so aus verschiedenen Sichten ist, finde ich cool. Oder ja, dass man hier ab und zu mal solche E-Mails hat. Hier sowas. Dass das dann eben so verschiedene E-Mails sind oder ja, auch mal eine Karte, das fand ich auch cool, damit man sich auch ein bisschen zurechtfinden kann. Was ist das denn? Also nur eine Karte von dieser Kolonie, wo eben die letzten Überlebenden wohnen. Ich finde sie jetzt nicht mehr. Danach müsste das kommen. Und ja, dass das eben ja so verschieden ist mit den Kapiteln, also nicht Kapiteln, sondern die Sichtweisen, die also so in E-Mails manchmal geschrieben ist oder auch so in einem Tagebuch, wo dann so ja die Zeit ein bisschen übersprungen wird, sonst was sich sonst ziemlich strecken würde, hat der Autor dann einfach in ein Tagebuch geschrieben, so kurz zusammengefasst, was in den Tagen passiert ist, was ein Tagebuch halt so macht. Und dann nach ein paar Tagen eben nochmal normal weitergeführt. Das finde ich sehr gut. Dann weiß man, was passiert ist. Und der Autor musste nicht irgendwie noch 200 Seiten dazufügen bei so einem dicken Buch. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Aber den lese ich etwas später. Weil ich habe schon da schon gemerkt, dass ich, obwohl es ziemlich spannend ist, obwohl ich weiter lesen wollte, irgendwann auch die Luft raus war und ich dann eben auch abgelenkt war von dem Spiel, wie ich schon mal gesagt habe. Und ja, ich lese auch im Moment noch was anderes. Also das hier ist ja fertig und das
zweite Buch, wo ich angefangen habe, ist auch schon fertig. Das rezensiere ich gleich danach. Und ja, mal gucken, wann ich die 12 lesen werde. Und ich habe ja gesehen, das ist ja eigentlich eine Trilogie, aber ich weiß gar nicht, wann der dritte Teil da rauskommt. Ja. Also das war dann der Übergang von Justin Cronin, wie gesagt, aus dem Worldman Verlag. Da ist auch noch eine Leseprobe drin für den zweiten Band. Das habe ich gar nicht gelesen, weil ich ja den eh hier stehen habe und das Buch ja eh lesen werde. Oh, ja. Okay. Ich glaube, das war's dann mal fürs Erste. Ich würde mich über Kommentare freuen, über einen Daumen hoch natürlich. Und wenn ihr abonnieren würdet, wäre das auch ganz lieb. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.